Hey, ich bin wie immer der Sirax und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderschönen Folge von vom NDS Random Race. Das ist jetzt die 15. So ein kleiner Zwischenstand. Wir haben jetzt 14 Folgen aufgenommen und eine 50-prozentige Chance, keine Niete zu erwischen. Exakt 50%. Wir haben von den 14 Spielen haben wir 7 Wins bisher und 7 Nieten. Das heißt, uns fehlen jetzt noch 3 Wins und hoffentlich keine Niete mehr. Und es ist, denke ich mal, klar, wer den letzten Platz vom NES Random Race belegen wird. Ich schätze mal, der wird mir sicher sein, weil mein unheimlich tolles Glück. Keine Ahnung. Lass uns auf jeden Fall starten. Ich weiß nicht, was jetzt hier kommt. Auf jeden Fall. Das NES Random Race ist. Ich liebe es. Drei. Drei. Okay. Nicht noch eine Mega-Man-Challenge. Drei. Oh. Drei. Ich hasse euch. Vom ganzen Herzen. Leck mich am Arsch. Drei, Shadowman, Buster Only. Warte mal, da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Kurz mal schauen, wer ist Shadowman? Shadowman. No, es gibt ein Spiel namens Shadowman, das wusste ich jetzt nicht. Mega Man. Drei. Auch falsch geschrieben, da fehlt ein A und auch kein Plus. Das ist. Also, okay. Okay, es ist die Stage. Gut zu wissen. Wir werden nahtlos verkacken, wobei ich weiß es jetzt nicht. Steht jetzt Shadowman Buster Only. Das merken wir uns. Und ich schätze super, dass ich den Emulator jetzt verschiebe. Ich wollte eigentlich die Liste verschieben. Das fängt heute wieder gnadenlos gar an. Die letzte Aufnahme ist am März passiert, muss ich offen gestehen. Das ist schon ein Weilchen her. Heute ist. Also, es ist relativ aktiv, die Aufnahme. Wir haben heute den 14. Juli. Es kümmert aber, denke ich mal, keinen. So, die Liste möchte ich jetzt verschieben. Meine Fresse. Damit ich dann weiß. Was Sache ist, am besten hier irgendwo drunter. Schön markiert. Damit es auch nicht irgendwie problematisch wird. Stimmt, das muss ich hier wieder umstellen. Das war hier. Das war auf jeden Fall hier das. Weil manche Spiele haben da. So. Das Gute an den Mega Man Challenges ist, ich muss nicht unnötig runterscrollen. Leck mich am Arsch, ey. So, das war das Stichwort. Der Teufel hier. Der Leckerchen. Geh. Oben rechts ist der Timer. Der steht noch auf 0. Klicken wir, damit er starten kann. Und hoffentlich ist alles so hier platziert, dass ich mich nicht vertippe. Ja. Ich weiß nicht, wohin mit dem Zeug gerade. Ja, ich hab. Ach, super, auf jeden Fall, toller Part. So. Oh, himmlisch, das ist beste Musik hier. So. Also, wir haben hier
Kein mehr zur Auswahl, das ist hier ein NES Factimals, kein LP. Starten wir einfach. Leck mich am Arsch. Was ist mit der Audio los? Hallo, Audio? Warte, ich muss gerade kurz was schauen. Sag mal. Audio? Audio! For fuck's sake! Hallo! Sag mal, wir kriegen uns gleich wieder in die Haare. Meine Fresse! Ha, bin ich jetzt zu hören? Ich bin, glaube ich, etwas leiser. Wunderbare Technik, weißt du, wenn sie funktionieren sollte und ich zufällig nicht ins Mikrofon reinfurze, wäre es schon wieder so bollenwarm, ey. Also wenn ich das Knöpfchen Pads drücke, habe ich ein riesen Rauschen drin. Tolle Wurst. Oh. Darf ich nochmal ziehen? Ja, jetzt ist... Ich bin immer noch nicht zufrieden eigentlich. Das ist auf Anschlag, die Scheiße. Das kann doch nicht sein, dass... ich so ein Riesenrauschen drin habe. Ach, jetzt plötzlich? Willst du mich verarschen? Meine Fresse, dankeschön. Du bist ein liebes, braves Mischpult-Ding ins Kirchen. Am besten tue ich das ganze Scheißgehabe hier ein bisschen weiter nach drüben. Nein! Ja. So. Mit der linken Maustaste steuert es sich jetzt nicht so gut. Gut, es kann weitergehen. Ah, wenn ich mal weiß, wie ich mich bewegen kann, so. Ah, ja, wir können ja sliden. Wir können aber kein Beam, aufgeladenen Beam abfeuern. Ah! Säcke! So, es gehört hier etwas schneller zu sein. Wobei, die Brotdose ist auch da. Ich habe seit dem, mein Adventskalender dieses Spiel nicht mehr gezockt. Beziehungsweise ich habe ja die Rockband-Version gespielt. Fick dich, Brotdose. So, unten kommen keine Stacheln. Das ist ja zum Glück nicht der Hardboard hier. Ah, da. Also ehrlich gesagt, diese ROM habt ihr zum letzten Mal tatsächlich im Mega Man 3 LP gesehen. Ich kenne diese Stage nicht mehr auswendig. Ich weiß nicht, wie der Boss tut. Aber das NES Random Race, darauf soll ja nicht trainiert werden, wie manche Slider fälschlicherweise tun, offenbar. Habe ich ja letztes Mal schon im letzten Video ein bisschen angedeutet. Ich spiele hier wie ein Anfänger auf jeden Fall. Wobei, so schlimm wird es jetzt auch nicht sein. Aber ich bin längst nicht mehr, denke ich mal, so gut, wie ich eigentlich gut sein kann. Daneben. So. Hier müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Wegen den tollen Fallschirmspringen. Hallo? Hallo! Diese Stage hat mich früher mal geträumt. Genau aus dem Fakt. Mit CK und U. Ich hab Mega Man auch nicht mal so ein Gefühl. Ein Leben! Danke, dass du mir das nimmst, du Arschloch! Asoziale Hurensöhne.
Rein da! Super! Es könnte nicht besser sein. Oh nein, oh nein, oh nein, es ist der! Nein! Nein, genau deswegen! Berühren! So, Mado! Mann! Noch eine Niete, hurra! Nein! Ah! 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 Vergewaltigung! Nein! Warum? Mann, er braucht 100 Jahre, um zu springen. Wir dürfen die Stage noch mal sehen. Sehr oft. Darf ich nicht eine andere Challenge nehmen? Warum habe ich immer so ein Pech eigentlich? Hier ist zu warm. Nein, du Arschloch. Hör auf damit. Ey, Alter! Das ist sogar für meine Verhältnisse relativ schlecht, was ich hier abliefere. Ist einfach zu warm. Vielleicht. Ich glaube, ich stelle den Ventilator ein, aber da ist die Wand im Weg. Natürlich continue. Und wie wir es in den guten alten Spielen kennen, alles nochmal von vorne. Oder in den meisten guten alten Spielen. Anführungszeichen, guten Spielen. So. Also man merkt, dass ich... Ich sollte heute nicht aufnehmen, merke ich. Hör auf zu springen! Weißt du, da springt er schon wieder, wenn das leiden soll. Geh weg! Böser Brotmann! Der Brotmann ist da! Das einzig Gute... Oh, danke schön. Das einzig Gute, was... Was ich noch drauf habe, ist das Tippen, aber... Gut, bei mir ist es authentischer. Ich schubble ja jetzt nicht. Gehst du da weg? Oh, ich vergesse, dass es da hier ist. Die schwere Version der Stage hat sich in mir eingebrannt. Deswegen habe ich ja Angst vor Abgründen. Also ich bin jetzt nicht wirklich der Beste in dem Spiel, aber ich glaube, das ist hoffentlich allen klar. Ich war noch nie der Beste in dem Scheißspiel hier. Diese verkackten Wichser hier. Come on. Ist hier ganz besonders recht, weil die haben so eine ganz komische Hitbox, Leute. Die wichsen mich dann, die rotzen mich dann da runter. Dich liebe ich ganz besonders, mein Schätzelchen. Wie habe ich ihn jetzt eigentlich treffen können? Wollte mich noch angreifen. Keine Liebe für mich. Solche Kacknasen. Wenigstens bin ich hier relativ schnell wieder da. Es ist zumindest besser als gewisse andere Mega Man Challenge. Eine Stage Pazifista ist. Ich komme auf den Gegner nicht klar. Ich komme auf das Spiel gerade nicht klar. Ich komme auf jedes andere Spiel gerade besser klar als auf dieses. Glaube ich.
Mann! Nein! Nein! Ich rechne immer mit dem Worst Case! Aber Worst Case, was ist hier Worst Case? Ich rechne immer damit, dass er in mich reinslidet und mich nicht permanent trifft! Oh, Serak, spüren wir hier wieder Feuer in deiner Stimme! Komm, lass es raus! Lass dein Monster raus! Ah, ja, wie ich es gleich rauslassen werde. Ich werde meine Nudel zeigen. Ja, gut, das ist vielleicht weniger, aber... Leck mich am Arsch! Mann, der trifft mich immer! Das könnte eine sehr lange Folge werden. Oder einfach bloß eine Niete. Je nachdem, wie weit ich in den Boss jetzt vorankomme, also nicht... Mit diesem Satz leben, vielleicht mit dem übernächsten. Oh. Wenn ich mich mal konzentrieren würde. Ich wurde mal nicht getroffen. Okay. Freude war von kurzer Dauer. Leck mich, Alter. Mir ist jeder andere Wichser lieber. Wenn ich jetzt später so auf ein Viertel runter gekürzt habe, dann können wir uns noch mal über... Kann ich mir jetzt noch mal überlegen, ob ich das überhaupt noch mal richtig probiere. Oder ob ich es einfach sein lasse. Was halt besser ist. Oh Mann, ich hasse diese Wichsbeutel. Mann, alles voller Wichsbeutel. Alter, jetzt könnt ihr mal aufhören damit! Mann! Ich möchte wenigstens ein paar Chancen haben, ihr blöden Kacknutten! Boah, Alter, der Papa hat euer Arschloch gefingert, als ihr 9 wart. Und es aus Versehen zerrissen, als ihr 4 wart. Euer Papa fingert kaputte Kinderarschlöcher. Alter... Ja, ich bin scheiße geworden, ich geb's zu. Mann. Und heute ist einfach nicht der passende Tag für Mega Man. Oder für Aufnahmen. Oh, ich hab mal getroffen, mir wird so warm. Mir ist viel zu warm. Und wenn's mir zu warm ist, kann ich mich nicht richtig konzentrieren. Und wenn nicht mein Tag ist, ist sowieso alles für den Arsch. Weiße Hitboxes! Geh weg! Hör auf, mich zu treffen! Sag mal, Brotman killt mich einfach! Super! Tolles Spiel! Ja, der Idiot muss zu mir hinlaufen! Dankeschön, Mega Man, dass du kooperierst, du kleine Nutze! Meine Fresse! Ja, danke, dass du kooperierst, Mega Man. Ich liebe deine Sprungphysik. Nicht. Oh. Ja, leck mich. Komm, nochmal am besten. Aber gib mir dafür kein Leben, weil es wäre ja sozial. Danke, Mega Man, dass du dich in die falsche Richtung drehst, damit ich getroffen werde. Ich hasse diese Teile! Wer hat solche Arschlöcher implantiert? Yokomitsu Fukushima oder was? Ich brauche auf jeden Fall nach der Aufnahme eine Pause. Einfach wegen der Hitze. Ich hasse den... Boah, Alter! Vielleicht sollte ich endlich mal Rock mit 3 releasen. Dann sieht man, wie gut ich einig sein kann. Och. Come on, ey, ich hasse diese Wichser! Alter, ich mach jetzt den Ventilator an, das gibt's doch nicht. Oh.
wo stelle ich den Wichser denn am besten hin? Oh. Geil! Nicht lass mich töten. Es braucht so ewig lange. Gibt's nicht irgendwie so einen Cheat, den ich eingeben kann? Das bist doch auch bestimmt schummelfrei, wenn man trainieren darf. Oh geil, ich habe jetzt nicht auf Continue geklickt, weil man ja immer nach unten klicken muss. Warum kann man das nicht einfach so machen, dass man quasi zwischen den Sachen ist, wie in manch anderen Spiel? Ja, und ich schätze mal, man hört den Ventilator ein wenig. Hoffentlich nicht zu sehr. Och, kann jemand mal diese Fickfrösche hier entfernen? Das sind einer der schlimmsten Gegnersorten in Mega Man überhaupt. So, du läufst jetzt. Ja, Hitboxes! Leck! Ja, gut, das war jetzt. Boah, Alter, ich finger. Finger dein Bruder, Mega Man. Finger ihn. Steck deinen fetten Stinkefinger in seinen Anus rein. Achso, selbst dafür bist du zu inkompetent. Ich dachte, ihr liebt euch, ihr beiden Brüderchen. Ach, meine Schnuckelputzes. Ich hab's sowieso verkackt, Leute. Ist mir doch scheißegal, wie scheiße ich mich hier in dem Spiel anstelle. Ja gut, eigentlich ist es mir nicht egal. Aber eigentlich ändert das jetzt gerade gar nichts an dem Race. Ob das jetzt 2 Stunden geht, das Video, oder 2 Minuten. Wobei vielleicht 2 Minuten wäre vielleicht was anderes. Aber ihr wisst, was ich meine. Und wenn diese Gegner mich noch weiter penetrieren, dann raste ich aus. Komm her! Oh, Hitboxes! Dieses Spiel hat tolle Hitboxen! Oh Mann, das gibt's doch nicht. Weißt du, das Schlimme ist, wenn die da. Die kannst du so nicht treffen. Die müssen entweder über. Die müssen immer in der Luft sein. Oder halt auf so einer Ablage. Sonst kannst du die nicht treffen. Und das ist das Beschissene. Warum hat man die so scheiße gemacht? Das ist nicht. Das ist einfach die Definition von Blödheit. Na gut, das nicht, aber es ist doof. Vollkommen. Muss auch bei einer SMBX-Episode Gegner machen, wo du gar nicht treffen kannst. Richtig. So. Ich hasse diesen Bastard besonders. Komm her, mein Schnuckelputz. Da. Ich drück die ganze Zeit. Da. Ich kann nicht die ganze Zeit sliden. So vielleicht. Aber wenn ich so oft drücke, aber dennoch unten drücke, dann springt er zwischendurch. Das ist scheiße. Das ist toll, tolles Spieldesign. Ich hasse mich. Oh ja. Besorg's mir. Weg von dem. Nein. Ah. Komm nicht näher. Nein, Mann. Du kannst besonders gut ausweichen, habe ich das Gefühl. Aha. Okay, es klappt besser, wenn ich den auf Abstand halte. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, goddammit. Das hätte was werden können. Okay, wir versuchen es ernsthaft. Gut, das war auch ein ernsthafter Versuch jetzt, aber wir versuchen das weiterhin. Ich
hab zu arg Blut geleckt. Zu arg Boot geleckt. Bootleg. Geh weg! Nein! 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 Jetzt, Mann! Nein! Ich realisiere das viel zu spät. Alter, man kann nicht mehr so richtig reagieren. Mein rechtes Ei möchte gekratzt werden. Ah, so. Mein Ei vergenusswurzelt. Mit 2-3 Fingerchen. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung, wenn ich dieses Spiel spiele. Ich fasse mir immer in meinen Intimbereich, wenn ich Megaman sehe. So schön ist das Spiel. Ich springe rein. Super Mega Man. Ultra Mega Man. Mega Mega Man. Omega Mega Man. Der Omega Man. Gut, diese Challenge scheint irgendwie machbar zu sein. Habe ich das Gefühl. Wenn ich den Boss ein bisschen weiter trainiere. Das ist ja schon wieder so ein provokantes Wort. Trainieren. Ja, es klappt auf jeden Fall besser, wenn ich nicht so von der Hitze erdrückt werde. So. Mit offenem Fenster spiele ich nicht. Nachher habe ich mehr Zuschauer als beliebt ist. So langsam komme ich, glaube ich, rein. Sporn! Du Affe! Nein, 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 nein. Das ist scheiße. Soll ich unterlassen? Schön über der Plattform abschießen. Wir können... Warum bin ich jetzt nicht mehr im Emulator drin? What the fuck? Ich hab doch nicht rausgeklickt. Meine Maus ist da vorne. Meine Hände hier. Hä? PC, bitte mach keinen Scheißdreck. Das hat mir einmal schon gereicht. Ach. Oh. Weißt du, ich mag die Teile gar nicht. Weil die so eine sonderbare Hitbox haben. Es gefällt mir einfach nicht. Ich hoffe, dass mir nicht die Technik abkackt. Ha! Nein, ich hab gedacht, du machst einen kleinen Hüpsi. Slidy. Hüpsi, Hüpserchen macht er ja die ganze Zeit. Leider. Nein! Ich werde hier vergewaltigt! Wie so ein jungfräuliches, westlich aussehendes Mädchen von Upsala. Es ist ja plötzlich nicht mehr politisch korrekt, wenn man Missstände aufdeckt. Wenn dann irgendwelche Einwanderer Sachen machen, die sich nicht so gehören. Ah! Gewisse. Oh. Fick. Oh Mann. Mehr Zitrusfrüchte hier. Ich brauche mehr Vitamin C. Als 3 Projektile. Das war das beste Timing, das ich aufbringen konnte.
in dem Moment. Super. Hi! Wo? Nein! Mann! Nein! Hör auf damit! Oh, auf Abstand bringen! Was ist hier los? Wie konnte ich so gut sein wie letztes Mal? Vorletztes Mal oder sowas? Come on, meine arme Hand! Und die Stage nochmal, weil sie so eine tolle Stage ist. Wir wollen ja, dass die Entwickler sich freuen, dass wir deren Stage nochmal spielen. Meine Fresse. Ah, jetzt kommt wieder der komische Schmulettenbruder hier. Der ganz warme. Slide doch, wenn ich es dir sage, wenn ich es dir befehle mit der Tastatur, mit meinen Eingaben. Sonst kann ich ja mal die Tastatur weglegen. Dann spielt sich das Spiel von alleine. Ich glaube, das wäre stellenweise sogar besser, wenn Mega Man sich gegen meine Eingaben wehrt. So, schießt den Pokémon Hurensohn ab. Ach, hier eine Anspielung. Wer weiß wo. Die Kommentare damit. Mit dem Penis. Müsst ihr das schreiben. Wo ihr das. Wo euch das bekannt vorkommt. Pokémon Hurensohn. Pikachu verteilt die Fotze und solche Sachen. So, wir wissen auf jeden Fall, diese blöden Wichser sind hier ganz argwillig. Wir brauchen alle Zitronen in ihre rektalen Eingeweide, Ausgänge oder solche Sachen. Wusstet ihr, dass Mega Man eigentlich einer der krankesten Pornos ist? Habt ihr jemals ein Porno gesehen, wo jemand Zitronen in Ärsche reinfeuert? Dieser auch noch so ein Roboter-Kindersklave ist. Sex-Kindersklave. Für alte Männer in weißen Kitteln. Und lustigen Robotern. Und die machen dann einen Hühnerkampf-Fight oder sowas ähnliches. Und zufällig hat die Schwester, also der weibliche Roboter, auch in Form eines jungfräulichen Kindes. Ein Saugarm. Da kann man seinen Schniepel reinstecken. Also ich glaube, das macht Dr. Light regelmäßig. Das macht er dann jeden Morgen. Schreit dann, Roll! Würstchen! Würstchen! Und sie kommt dann angetanzt mit ihrem Sauger das schon an. Oh. Oh Mann. Ab und zu mal darf sein Kollege auch an Mega Man ran. Der gewisse Herr Dr. Wily möchte immer hart penetriert werden. Das ist auch so ein Maso. Genauso wie Mega Man. Super, töte mich. Wenn ich wenigstens immer da auftauchen würde vom Boss, dann wäre das gar kein Problem. Aber die Stage ist ja so toll. Die muss unbedingt mehrmals durchlebt werden. Sonst ist das ja kein echtes Mega Man. Das? Okay. Seltsame Hitboxes haben wir hier.
und seltsame Steuerung, wenn er statt zu sliden springt. Meine Hand tut weh. Ich möchte mir doch nachher noch einen von der Palme schütteln, damit ich nicht wieder runterkomme. Ihr wisst schon, deswegen heißt es auch, glaube ich, runterholen. Bisschen Nudel wackeln. Oh ja, komm. Gesell dich zu meinem zwei Eiern. Bällchen. Super, toll. Was zum Geier. Selbst die Explosionen haben wunderschöne Hitboxen in dem Spiel. Kann man bestens empfehlen. Beste Hitbox-Arbeit ever. Gar nicht scheiße, nö. Wie kommt man denn darauf, dass er scheiß Hitboxen herhaben könnte? Also stellenweise wirkt das schon echt fremd. Aber gut, das ist natürlich so eine Nebenwirkung von guten Hitboxen, Leute. Ah, wo kommt der? Der Popeye. Ohne Arme. Ich bin mal sehr gespannt, ob ich noch weitere Schönheiten ziehe. Ich habe gehört, Dragon Slayer soll super, tolles Spiel sein. Oh ja, das muss ich auf jeden Fall zocken. Oder gewisse andere Malörchen. Sind natürlich schneller als meine Schüsse oder genauso schnell. Wisst ihr, dieser, ich nenne ihn mal ganz freundlich, Hurensohn, hat so ein Arschloch auf der Stirn. Man sieht richtig die Spalte, also das Loch. Das ist bestimmt so ein Rosettenkranz, den er da trägt. Wahrscheinlich nur dekorativ. Vielleicht steckt da Dr. Wily gerne sein Stiepel-Diepel rein. Wunderbar, tolles Spiel. Der Roboter muss bestimmt so eine Kniefunktion haben. Schau, der hat schöne Knie. Kann er schön sich reinknien. Kann Dr. Wily oder Dr. Light oder sonst irgendjemand, der ein bisschen Vergnügen mit dem Roboter haben möchte, seinen fetten Schwanz da in seinen Kopf reinschieben. Und dann macht's blink blink. Dann leuchtet er wie so ein Weihnachtsbaum. Verschiedenen Farben, das ist ja das Schöne. Deswegen sind wahrscheinlich manche Entwickler halt so heiß drauf, keine Ahnung. Oder weswegen sie so Schönheiten kreieren. Was machst du, Mega Man? Du sollst nicht. Oh ja, wir dürfen, glaube ich, gleich nochmal die Stage sehen, weil die so wunderschön ist. Das Arschloch muss verdient werden. Oh, da habe ich missverständlicherweise gedacht, dass er seinen anderen Angriff macht. Weißt du, der Hug und so macht so einen kranken Schaden. Der Typ ist random, Leute. Das muss bestimmt an dem Arschloch von seiner Stirn. Ich hätte auch warten können. Das muss bestimmt an seinem Arschloch auf seiner Stirn liegen, dass er so unfreundlich gegenüber uns ist. Er ist halt entstellt und ihm ist klar geworden, dass er das ist. Und er ist halt unzufrieden damit. Eigentlich ein ganz armes Roboterchen. Weiß nicht, irgendwie ist es auch gegen die Moralvorstellung jeglicher Roboter, wenn man sich so entstellt und so für sexuelle Zwecke einsetzt.
Ich meine, Dr. Wiley hat ja das bestimmt begründet, warum der so ein Loch in der Stirn hat. Vielleicht hat er auch ursprünglich kein Loch in der Stirn und Dr. Wiley hatte einfach so ein... Ja, sein Schwanz war einfach mal zu geil und zu hart. Und deswegen hat er seinen Blechkopf durchbohrt. Auf seine Schaltkreise aus seinen Schaltkreisen in seinen Kopf ein Creep-Pie gemacht. Und vielleicht ist er ja deswegen so geworden. Ja, man weiß es nicht halt. Aber man kann es sicher ahnen. Wird alles runtergespielt immer von den Medien. Arme Roboter sind Sexsklaven. Weißt du, in Japan heißt das nicht, du bist mit der Hand legiert, sondern du bist mit dem Roboter legiert. Sexuelle Freude für Mensch und Roboter. Für Blech und Fleisch. Das hat halt damals angefangen, wo sie dann angefangen haben, in die Computer reinzuwichsen. Oder auf ihre Konsole, deswegen sind die meistens so weiß. Ich meine, die Wii ist zum Beispiel nur weiß. Ich schätze mal, da hat jemand quasi so ein schönes Konzept gezeichnet und haben sie einfach draufgewichst, deswegen sieht die so aus. Genauso wie manchmal Apple-Sachen oder Handys, manche. Weiß ist zwar eine schöne Farbe, aber. Ich schätze mal, da haben alle einfach bloß draufgewichst, deswegen ist das meiste immer so weiß gemacht. Beide hat auch weiße Ränder um sein zweites Arschloch. Die Challenge ist arschig, Leute. Ich komme nicht klar damit. Au. Also danach sollte ich auf jeden Fall eine Pause einlegen. Tolle Wurst. Macht er Attacken, die ich nicht vorhersehen kann. Erst wenn er sie macht. Manchmal habe ich Glück, manchmal habe ich nicht so viel Glück. Aber ich schätze mal, das ist relativ klar geworden. Im Verlauf dieses ach so tollen Projektes, dem NES Random Race und random.a-loch.org. Der Po-Backen-Org. Kennt ihr diese altmodischen Nutten? Die wurden immer als Org unter der Brücke diffamiert. Stell mir ein Rätsel und du darfst einlochen. So war damals die Preisfrage. So war damals der Preis. Also bei mir erfahrt ihr es erst. So alte, schöne Bildung. Spießt Mega Man durchs Arschloch auf. Was für eine Abscheulichkeit. Auf jeden Fall ist das eine super tolle Stage, beste Challenge, die überhaupt nicht arschig ist. Nö, wie soll man denn darauf kommen, dass die arschig ist, selbst wenn ich ein bisschen mich eingespielt habe. Manche spielen ja erst ein und dann machen sie die Challenge. Finde ich auch super toll, fair gegenüber Leute, die eigentlich... Wobei es ist ja, man kann einspielen, aber eigentlich
hieß es ja auch, sollte so unvoreingenommen sein wie möglich. Also so nüchtern wie möglich, dass die Herangehensweise. Gut, dass sich manche nicht dran halten, das ist offenbar eine Tatsache. Ja, ich reite immer darauf rum, müsste jetzt die ganze Zeit miterleben. Der springt einfach geskillt über meine Dreckskackschüsse drüber. Weil er es einfach kann und ich kann es nicht. Ich bin der absolute King in dem Spiel, wie ihr wisst. Jawohl, ich habe ihn mal abgeschossen, diesen kleinen Bastard. Den ich gerne in der Gaskammer von Hitler sehen wollte, aber oh, das darf ich ja nicht so laut sagen, weil das ist ja Roboter-Shaming und Relativierung. Ist ja natürlich alles zu 100% ernst zu meinen, wie immer alles, was ihr immer hört. Der Faktor Spaß besteht einfach nicht, es gibt keinen Humor auf der Welt, die Erde ist auch flach, müsst ihr wissen. Wir werden von Aliens überwacht, die unseren Planeten beherrschen. Wir brauchen eigentlich alle Aluhüte. Dieser Nuttensohn befriedigt mich gerade besser als jede Straßennutte. Es ist... wow, einfach geil. Dieses kleine, blöde Roboterkind mit dem Arschloch auf der Stirn. Dieser kleine Totalversager, dieser kranke Bastard, dieser Abfall. Wunderbar. Ja, toll. Ja, mach deine Attacke am besten da, wo ich ihr am schlechtesten ausweichen kann. Toll. Und weiter geht's mit diesem tollen Spiel. Wo ich ja so Lust drauf habe. Also macht er nur am... er macht am Anfang immer einen Slide oder was? Und da habe ich mich jetzt ein bisschen vergessen. Ich glaube, ich vergesse mich am besten gleich. Dieses Spiel muss unter strengsten Emotionen gespielt werden. So Skillfremdung ist das Beste, was einem so einem Spiel, so einem tollen, herzzerreißenden, auch so geilen Spiel passieren kann. Und diese himmlische, göttliche, ach so göttliche Melodie. Wenn man stirbt, sterben ist was Tolles. Das haben auch gewisse Terroristen eingesehen. Deswegen jagen sie sich auch in Menschenmengen hoch, um die Leute das geweihte Land rein. Was auch noch ein toller Fakt ist, das stimmt auch zu 100%, genauso wie es keinen Humor gibt. Merkel ist eine tolle Bundeskanzlerin. In der tollsten Partei der Welt. Wieso ist sie nicht gleich die Diktatorin von Deutschland? Wird es viel schneller gehen. So antideutsche Rassisten sind da was Tolles, habe ich gehört. Und die Antifa... gar nicht so linke Nazis. Nein, nein, nein. Wie kommt man denn darauf? Aber erstmal meine Nudeln richten. Weil ich so eine tolle Unterhose trage. Ich glaube, die ziehe ich auch gleich aus. Wenn ich dann aufstehe, dann klebe ich mir halt einen schönen langen Balken dran. Ach was, ich lasse es einfach drin. Wenn Katja schon das machen darf, fast.
Da darf ich auch ein bisschen mit meinem Höschen posieren. Wieso ist das plötzlich so schlimm? Ach, es sind doch bloß Kinder. Kinder haben doch selber ein Lulu und sexuelle Fantasien. Genauso wie die Erde flach ist. Genauso wie Hitler einfach sich verkleidet hat als Angela Merkel und sich da so ausgibt. Und Rainer Winkel überhaupt nicht die gestörte Persönlichkeit hat oder solche Sachen. Und der schlauste Mensch der Welt. Ich meine, sowas Philosophisches, das Haut ist kein Organ zu sagen. Beste und die Liebe zu Erdbärchen wird immer bestehen bleiben. Dieses Spiel ist auf jeden Fall total fair mit seinen Hitboxen. Fickt euch! Endlich habe ich diesem Arschkind meine Dildo mal reingehangen. So, mein metaphorischen. Es ist vorbei, ich hab's geschafft. Meine Fresse, was für eine dumme Scheiß-Challenge. Was ein Game mit total beschissenen Hitboxen. So, meine Fresse. Hier kommt ihr auf jeden Fall zum nächsten Kackgebot. Also das letzte Video, das ich hochgeladen habe zu diesem Scheißbild von diesem ach so tollen Random Race. Und hier kommt ihr zu einem x-beliebigen neuen Video, das vielleicht irgendwann mal eines Tages hochgeladen wird. Eigentlich immer das Neueste. Ich bin raus für heute. Leckt mich, Leute. Verwöhnt mich. Leckt meine hohen, meine salzigen. Ich bin raus. Ciao und auf Wiedersehen. Tschüss.